Somnium, so heißt dieses kleine Let's Play, was wir beide jetzt durchspielen werden. Ich freue mich darauf. Wir sind wohl ein Gefangener auf einem Raumschiff und schwanken zwischen Realität und vollkommener Verblödung. Wir starten los. In May 22, reawakening successful. Guten Morgen. Please proceed to observation lab for task instructions. Oh, 211 Tage schon vergangen. Okay. Das hier war unsere Schlafkammer. Guck mal, wie schön das alles hier ist eigentlich, ne? Aber, noch ist es schön. Hübsch. Das? Ich dachte, das ist irgendwas zum Drücken. Da gehen wir gleich rein. Kommen wir da rein? Nee, noch nicht. Ist doch kein Schalter. Wie gehen wir geradeaus? Wow. Error. Sensor deviation detected. Please reposition sensors. Und du sagst, guckt euch das an. Wahnsinn, oder? Ist das schön, oder was? Oder auch nicht. Ich meine, wenn wir da in dem Loch verschwinden, ist das nicht so toll. So, gucken wir uns mal weiter um. Probe-Lounge. Die Kompression. Ach, damit kann man raus wahrscheinlich. Cool. Das geht natürlich nicht. Dann würden wir sofort zeitliche segnen. Wir keinen Raumanzug anhaben. So, eine von den drei Tassen ist unsere. So. Commencing automated voice log playback. Hi. I guess there's no point in introducing myself, but feels like the right thing to do. My name is Ezra. And, well, I'm bored. These menial, never-ending tasks. Day in, day out. It gets lonely, you know? So I thought that maybe I'd leave these recordings for the next guy to help with the loneliness. I guess there was a point in introducing myself after all. By the way, don't mind the coffee mugs. Also der Typ heißt Ezra und leidet quasi richtig unter der Einsamkeit, ne? Ihm war wohl langweilig und er hat diese Nachricht aufgenommen für uns. Im Grunde genommen sollen sie uns helfen. Ja, also. Sensoren. So, schön, bitte. Ach so, pass mal auf. Die Kaffeetassen, die geben bestimmt des Rätsels Lösung. Also. So. So. Und das müsste dann genau in die andere Richtung. Sensors readjusted. Please proceed with probe launch. Move any probes into the decompression chamber. Ja, kommen wir jetzt hier lang? Nee. Nee, hier drüben ist Aufgang, ne? Muss mit der Maus ganz schön rotieren, weil das hier so ein bisschen. Ach, guck. Schön. Das gehört uns. Was ist das? Eine Batterie? Weg mit dem. Gott. Huch. Sorry. Alert. Commencing decompression. Schnell. Wir wollen das mal sehen. Successful. Successful. Da schwebt. Da. Mitte. Please return to stasis chamber. Wow. Schön. Du bist es weg. Wiedersehen. Nu? Nun war's das. Gehen wir jetzt wieder schlafen, oder wie? Nee. Ja, war ja auch anstrengend heute. Tag 211.
In May 22, reawakening successful. Please proceed to Observation Lab for task instructions. Es ist Tag 1390. Ich bin ausgeschlafen und irgendwas ist schon wieder auf dieser Station. Ich dachte, ich kann mal durchschlafen ein paar Nächte, aber nein. Oh. Ich bin kaputt. Was war das? Ihr habt das gesehen, ne? Oh mein Gott. Error. Sensor deviation detected. Please reposition sensors. Für? Schon wieder irgendwas? Commencing automated voice log playback. Hi. It's me again. Ezra. I'm still bored. Still lonely. It's been quite a few days since I last woke up. A bit disturbing, really, but I guess you get used to it. Luckily, I've got you to talk to, right? And I got the... It's strange. Sometimes I think it speaks to me. Never mind. Well, okay. Enough about me. How have you been? Huh? Yeah? Uh-huh. What? Really? No, 6 inches? Nice chat, buddy. Ja, ist immer noch Ezra. Also, hallo, ich bin's wieder, Ezra. Ich bin immer noch gelangweilt, immer noch einsam. Ja, und irgendwie kommt er mit sich selber nicht so richtig klar. Ja, und er hat uns dazu gebracht, mit ihm zu sprechen. Was? Ich finde das so ein bisschen konfus geschrieben. Das ist seltsam, sagt er, weil er denkt, es spricht zu ihm etwas. Also, so, genug von ihm. Ja, siehst du? Und er hält sich ja auch. Was? Ja, was? Wie? Was? Wirklich? Nein. Also, man merkt schon, der ist irgendwie durcheinander, ne? Ganz schön durcheinander. So, wir ordnen wieder die Tassen. Was ist das? Die steht ganz nach unten. Jetzt haben wir's. Sensors readjusted. Warning. Incoming Meteor Shower. Was für ein Ding? Warte, nein, hör auf! Mein Gott! Irgendwas knallt hier gegen unser Raumschiff. Oh ja, die Metroiden, wir sehen das. Nein! Was da die Hülle hält. Guckt euch mal das Glas an, das ist schon kaputt. Warning, Decompression Door is damaged. Please enter the Decompression Chamber to manually reboot. Reboot? Okay, wir rebooten. Oh, das war knapp. Alert. Commencing decompression. Okay. Please proceed to observation lab for task instructions. Okay, irgendwas ist passiert. Also, die Idee kommt. Kompression war wahrscheinlich noch, das uns zusammengefaltet hat. Aber irgendeiner muss uns ja hier wieder reingesteckt haben, oder nicht? War das vielleicht Ezra oder sind wir etwa Ezra? Ich weiß es nicht. Ist total konfus gerade. Es ist jetzt der Tag 6079. Ich glaube nämlich, dass wir Ezra sind und uns selber Nachrichten schicken. Das kann sein, ne? Kann sein. So. Wir öffnen. Und guck mal. Die Tür ist diesmal zu. Also keine Monster, schon mal gut. Error. Sensor deviation detected. Please reposition sensors. Guck mal. Gott, guck mal, und es bewegt sich. Das ist
ein gigantisch großes schwarzes Loch, in das wir fliegen werden. Und ich glaube, wir sind da schon ganz nah dran. Kann das sein? Oh nee. Guck mal hier, die Launch ist auch zu. Also nichts mit Launchen. Okay. Commencing automated voice log playback. This isolation, it's really hard. Sometimes it feels like I'm going insane. Like someone is watching me, following me. And I know I'm alone here, but the only thing that keeps me sane is routine. And breathing. Breathe in. And breathe out. Hello? Emergency power activated. Please return to technical room to manually reboot. Also, Ezra sagte gerade, diese Isolation, das ist für ihn wirklich schwer und das fühlt sich manchmal an, als wäre er verrückt und als würde er nicht alleine sein, als würde jemand ihn verfolgen. Er weiß aber, dass er alleine ist und das Einzige, was ihn gesund hält, ist die Routine. Also das Einatmen, das Ausatmen, immer, dass er sich selber auch beruhigt und so, ne? Okay, hier ist jetzt die Elektronik und alles ausgefallen. Wir sollen das jetzt irgendwie neu starten. Hier, aber wo? Aber wie? Aber wo und wie? Ist das jetzt hier vorne irgendwie auf? Nee. Ich glaube, da vorne müssen wir im Technikraum jetzt neu starten. Kann das sein? Guck mal hier. So. Power restore. Oh, jetzt ist er auf. Oh, da will ich nicht lang. Da haben wir doch irgendwie. Kommen wir gar nicht mal rein. Oh nein. Okay, pass auf, wir müssen hier lang, aber hier haben wir doch dieses Vieh gesehen, ne? In May 22, reawakening successful. Und? Please proceed to observation lab for task instructions. Irgendwas ist auf uns zugelaufen. Dann sind wir wahrscheinlich wieder ohnmächtig geworden. Wir haben jetzt den Tag 8000, ist das eine 8? Soll das eine 8 sein? Ja, 8378. Es wird immer gruseliger. Und da ist wieder auf. Hallo? Mir ist gar nicht zugegangen. Oh nein. Error. Sensor deviation detected. Please reposition sensors. Commencing automated voice log playback. How long am I supposed to be here? Did you forget about me? I can't take it anymore. Please make this stop. Please make it stop before I. Hello? Hello? Just leave me alone! Leave me alone! Mann! Ja, also er fragt sich selber, wie lange soll er noch hier sein und habt ihr mich vergessen und ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Bitte macht es, dass es aufhört. Es soll einfach aufhören, ja. Also, So, also hier ist auch wieder zu, aber da ist jetzt wieder auf. Das ist ja schön schon mal. Gut, wir gucken. Vielleicht sind wir jetzt schon in diesem schwarzen Loch, ne? Es kann ja sein, ne? Wir gucken mal, das müsste stimmen. So, da haben wir es. Readjusted. Please pull the decompression switch. Was? Die Stimme. Wieso? Alert. Commencing decompression. Nein. Decompression successful. All tasks complete.
Please return to Stasis Chamber. Nein! Oh mein Gott, also wenn der, wenn das stimmt und wir zu zweit waren, habe ich soeben Ezra aus dem ins Weltall befördert. Oder was? Oder wie? Oh mein Gott, es gibt so viele Theorien. Bin ich Ezra und habe Fantasien? Oder waren wir wirklich hier zu zweit auf dem Ding? Oder... Ja, weil meine Theorie war, dass wir Ezra sind und wir uns selber Nachrichten schicken, damit wir nicht ganz durchdrehen. In May 22, reawakening successful. Please proceed to Observation Lab for task instructions. Tag 9999. Oh Mann. Das sieht wieder einigermaßen normal aus alles. Für Sue. Stimmt, das Loch ist wieder ganz normal irgendwie. Wie es am Anfang war eher, ne? Wo wir gestartet sind. Ja, das ist ja auch wieder so eine Sache, ne? Wir können ja gar nicht allein sein, wenn laufen die Tassen. Oder wir stapeln die Tassen, vergessen das dann laufen. Ich habe keine Ahnung. No new voice logs detected. Please proceed to logging room to record new logs. Nee. Gibt keine Nachricht. Tassen stehen noch so ganz komisch da, ne? War hier jetzt noch was? Nö. Okay, dann, gehen wir mal. Gehen wir mal hier lang. Mal gucken. Wieder eine Halluzination. Wow, was ist das? Recording new voice log. Hi. The name's Ezra. Ich wusste es. It gets quiet. So alone. I thought that maybe I'd leave these recordings for the next guy. You know, to help with the loneliness. So, how are you? Oh mein Gott, ich wusste es. Ich hab's geahnt die ganze Zeit. Ja, hab ich nicht. Ich hab spekuliert. Was war das für ein Spiel, oder? Das ist ja richtig gut gemacht. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Vor allen Dingen grübelt man wirklich die ganze Zeit. Ist man zu zweit auf diesem Schiff? Ja, und gibt es diesen Ezra, der sich dann eben getrennt von dir unterhält, weil beide so verschiedene Schichten haben, ne? Der eine Frühschicht, der andere Nachtschicht oder sowas. Und man unterhält sich dann nur über den PC. Oder ist man selber Ezra und so? Jetzt wissen wir es ganz genau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das hat richtig Spaß gemacht. Bleibt gesund, bleibt mir treu, macht's gut und tschüss.